Guten Tag und herzlich willkommen zu einem VCW-TV-Spezial. Am gestrigen Donnerstag, den 25. April, beantragte die Bundesliga-Gesellschaft des VC Wiesbaden beim hiesigen Amtsgericht den Eintritt in das Insolvenzverfahren. Und genau zu diesen aktuellen Ereignissen befrage ich jetzt den ersten Vorsitzenden des VC Wiesbaden, Georg Kleine-Kathöfer, und den Geschäftsführer der Bundesliga-Gesellschaft, Günther Hiegelin. Ist das jetzt das Ende des Profi-Volleyballs in Wiesbaden? Nein, das ist ganz bestimmt nicht das Ende des Profi-Volleyballs. Aber da würde ich einfach zunächst, was da passiert ist, den Georg was sagen lassen und das nachher ergänzen. Jetzt habe ich den schwarzen Peter. Nein, aber es ist kein schwarzen Peter. Das ist das Gegenteil vom Ende des Profi-Volleyballs in Wiesbaden. Denn wir werden, und da bin ich absolut sicher, in der nächsten Saison eine leistungsfähige Erstligamannschaft haben. Denn wir haben eine derartige Solidaritätswelle momentan in Wiesbaden zu verzeichnen, auch und gerade unter den Sponsoren, sodass ich jetzt schon sagen kann, das Budget für die nächste Saison ist gesichert, auch wenn viele Leute noch gar nicht an das nächste Budget denken, weil wir ja momentan das Insolvenzthema haben. Das Budget ist gesichert und wir werden eine tolle Mannschaft haben. Jetzt heißt es immer, der VC Wiesbaden, der Gesamtverein, ist davon nicht betroffen. Warum eigentlich? Wie gliedern sich diese Gesellschaften? Wir haben vor 2 Jahren, glaube ich, die Trennung vollzogen zwischen dem Verein, der die Lizenz bekommt und die Lizenz dann an den Spielbetriebsträger überträgt, und dieser Spielbetriebs GmbH und Co. KG. Und alles, was die Bundesliga betrifft und was auch jetzt aktuell betroffen ist, das betrifft die GmbH und Co. KG. Und diese GmbH und Co. KG ist jetzt der tragische Fall eingetreten, dass hier ein Hauptsponsor ausgefallen ist, dass sie plötzlich in Zahlungsschwierigkeiten geraten sind, ich nicht mehr in der Lage bin, die jetzt fälligen Aprilgehälter zu überweisen und mit anwaltlicher Beratung jetzt den Schritt zum Amtsgericht getan habe. Das heißt, ich habe gestern Nachmittag beim Amtsgericht in Wiesbaden die Insolvenz für die VC Wiesbaden GmbH und Co. KG angemeldet. Was mit dem Verein, und das war ja deine Frage, mit dem eigentlichen Verein, also dem ersten Volleyballclub Wiesbaden e.V., da wo alles außer der Bundesliga läuft, also von den 8-Jährigen in der Talentförderung bis zu der D2, der hat mit dem Thema, wegen dem wir hier sitzen, nämlich die Insolvenz der Spielbetriebs KG, wie Günther das dargestellt hat, der Verein hat damit nichts zu tun. Also alle Eltern können unbesorgt sein, alle Mädels werden in der nächsten Saison wieder spielen können. Ein Sponsor soll gesagt haben, der VCW sollte nicht von mir abhängig sein. Und es geht hier um eine Summe von 50.000 Euro. Der Gesamtetat beträgt 850.000 Euro. Wie kann dieser kleine Happen jetzt zu so einer großen Wirkung führen? Ja, es ist wie oft im Leben, ist es auch eine Frage des Timings. Man muss wissen, dass wir beim VC Wiesbaden in der KG, also in dem Profibetrieb, dass es uns gelungen ist, in der laufenden Saison ein ausgeglichenes Budget vorzulegen, also kostendeckendes Budget, und konnten sogar noch leichte Altschulden abbauen. Als Beispiel, wir haben im Januar 2013 die letzten 10.000 Euro als Ratenzahlung für die gestundeten Berufsgenossenschaftsbeiträge des Jahres 2011 gezahlt. Da ist also immer so eine Welle von Altverbindlichkeiten, die wir so vor uns herschieben. Und trotzdem hatten wir ein ausgeglichenes Budget, zumindest auf der Vertragsseite. Wenn dann ein Vertrag nicht erfüllt werden kann, und das ist dem Sponsor sicherlich nicht leicht gefallen, und das kommt zu einem Zeitpunkt, wo die Saison zu Ende ist, sprich, wir haben keine Chance mehr, Einnahmen zu generieren, es gibt keine Heimspiele mehr, die Sponsoren sind eigentlich in Gedanken auch schon in der nächsten Saison, dann stehen sie plötzlich da, und das ist das, was Günther beschrieben hat, dann steht man da, und dann fehlen nur in Anführungsstrichen 50.000, aber verdammt, es sind auch 50.000 Euro, die für die Gehälter gebraucht worden wären. Und wenn die dann fehlen, dann gibt es nur eins: Wenn die Zahlungsunfähigkeit droht, dann ist Günther als Geschäftsführer gezwungen, um gar nicht erst in den Ruch der Insolvenzverschleppung zu kommen, dann muss er zum Amtsgericht gehen. Und dann spielen 50.000 Euro plötzlich die entscheidende Rolle, weil die Saison zu Ende war. Es gab keine Reaktionsmöglichkeiten mehr. Viele Menschen diskutieren im Internet und fragen sich auch immer, welche Auswirkungen hat das auf die neue Wiesbadener Sporthalle? Welche Zusammenhänge bestehen eigentlich zwischen dem VC Wiesbaden und dem Bau der neuen Halle? Jetzt könnte ich salopp sagen, es wird sogar stimmen, eigentlich keine, wenn ich mal etwas weiter ausholen darf. Ich ärgere mich immer schwarz, wenn ich höre die Frage, wieso kriegt der VC Wiesbaden eine 50-Millionen-Halle mitten in die Stadt gestellt?
Das ist natürlich kein Körnchen Wahrheit dran. Das ist ein städteplanerisch extrem wichtiges Gebäude für die Stadt. Da gibt es große Büroflächen, da gibt es Einzelhandelsflächen, da gibt es Gastronomie. Und die andere Hälfte ist die Schulsporthalle. Ich sage immer, hauptberuflich ist die Sporthalle, Schulsporthalle der Elli-Heuss-Schule, die da lange genug drauf gewartet hat. Und diese Halle, die wird für uns, damit sie Bundesliga-tauglich ist und wir nicht wieder nach Rüsselsheim ausweichen müssen, wird die 2 Meter höher im Luftraum gemacht, damit wir die Lizenz kriegen können. Das ist alles, was der VC Wiesbaden da mit zu tun hat. Wir haben keine Kapitalverflechtung, haben da kein Eigentumsverhältnis. Die wird genauso angemietet wie die Halle am zweiten Ring, in der wir jahrelang gekämpft haben. Ihr habt das Thema Deutsche Volleyball-Liga angesprochen. Welches Feedback habt ihr von der Liga bekommen, jetzt aufgrund der Lage des Insolvenzverfahrens? Und wie wirkt sich das auf das Lizenzierungsverfahren aus? Wir haben zunächst mal gerade auch bei der Liga so gehandelt, wie wir eigentlich immer handeln, nämlich proaktiv und transparent. Als sich das Ganze abzeichnete, haben wir sofort die Liga-Chefs informiert, sprich den Vorstandsvorsitzenden Michael Evers und den Geschäftsführer Klaus-Peter Jung. Die haben uns ihre volle Unterstützung zugesichert und die sind andererseits natürlich auch in ihrer Eigenschaft als Liga-Verantwortliche verpflichtet, dafür zu sorgen, dass der VC Wiesbaden mit einem vernünftigen Budget in die neue Saison geht. Und wenn wir, und da bin ich, das weiß ich heute schon, wenn wir dieses tragfähige Budget vorweisen können, dann besteht kein Zweifel daran, dass wir die Lizenz bekommen. Die Liga hat uns extrem unterstützt und auch moralisch, da wird der Günther gleich noch was sagen, weil es ein Statement auf der Homepage gibt, was ich noch nicht gelesen habe. Und auch unser hessischer Präsident Dr. Bommersheim vom Hessischen Volleyballverband steht voll hinter uns, ebenso wie die Stadtpolitik und vor allen Dingen, und deswegen mache ich diese vollmundigen Aussagen, alle Sponsoren haben uns ihre Unterstützung zugesichert, manche sogar mit einem kleinen bisschen mehr Geld als in dieser Saison, was schön ist. Und insofern glaube ich jetzt schon, meine Hand dafür ins Feuer legen zu können, dass es nächste Saison ein tragfähiges Budget gibt. Und um an Günthers Bemerkung zur Halle anzuschließen, ich bin felsenfest davon überzeugt und würde namhafte Beträge verwetten, dass wir heute in einem Jahr die neue Halle, nicht heute, aber ungefähr in einem Jahr, die neue Halle als Bundesliga-Erstligist einweihen werden. Da bin ich absolut sicher. Ich habe gerade auf der Geschäftsstelle und auch im Internet hier auf der DVL-Seite die Erklärung der Liga gesehen, wo eben Michael Evers und andere aus der Liga hier dem VCW alles Gute wünschen, deutlich machen, dass sie hinter dem Konzept stehen und dass sie sicher sind und auch wollen, dass der Volleyballclub Wiesbaden auch in der nächsten Saison hier Bundesligist ist und als erfolgreiche Mannschaft dieser Saison. Wir gehören zu den 2 Mannschaften, die 2 Medaillen holen werden, Schwerin und wir. Und das ist für die Liga auch sicher ein ganz wichtiger Punkt. Ich möchte aber auch sagen, dass eben neben dieser Erklärung der Liga für uns sehr wichtig ist hier, dass es aus allen Bereichen Zustimmung gibt. Hier, wir haben breitestens informiert seit gestern Nachmittag. Wir haben im internen Bereich, im externen Bereich hier Freunde, Fans hier, alles, was im Grunde möglich ist, informiert. Und wir bekommen jetzt auch ganz breit hier die Zustimmung zurück und dass man hinter uns steht und dass man uns für dieses gerichtliche Verfahren alles Gute wünscht. Ich möchte trotzdem noch ergänzen, dass wir sind in der Pflicht, in der Beweislast als VC Wiesbaden der Liga, das ist deren Verantwortung gegenüber den anderen Vereinen der ersten Bundesliga, ist es unser Job nachzuweisen, dass wir in der nächsten Saison wirtschaftlich tragfähig sind. Denn der ganze Goodwill ist vorhanden, aber der ganze Goodwill geht natürlich ins Leere, wenn wir wirtschaftlich nicht vernünftig ein Konzept an ein Budget vorlegen. Also die Beweislast liegt da bei uns, da müssen wir die Hausarbeiten machen. Jetzt ganz provokativ gefragt, ein Verein, der in einem Insolvenzverfahren steckt, ist ja nicht unbedingt attraktiv für neue Spieler, die vielleicht überlegt haben, in Wiesbaden zu unterzeichnen. Wie weit seid ihr in der Planung oder welche Pläne hegt ihr für die neue Saison? Laufen da schon die Verhandlungen? Es gibt grundsätzliche Überlegungen zur neuen Saison. Wir wissen hier, und das ist auch mit dem Trainer abgesprochen, dass wir einen reduzierten Etat fahren müssen. Und wir sind auch dabei, einen Weg zu finden, eventuell mit einem reduzierten Kader. Aber was ganz sicher ist und was ich an der Stelle auch
sagen kann, ist, dass wir interessiert sind und auch ganz überzeugt sind, Nicole Fettjung und ich, die für die Verhandlungen zuständig sind, dass wir die Leistungsträgerinnen halten wollen und dass wir mit den Spielerinnen, die für uns wichtig sind, hier in die neue Saison gehen werden. Wir sind auch im Gespräch mit Spielerinnen von außen, da kann ich aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nichts sagen. Abschlussfrage, Quo Vadis VCW, muss man seine Ziele jetzt für die neue Saison anpassen? Ich sage mal nein, und der Günther kann sich seine Antwort auch schon mal überlegen. Also um es nochmal zu sagen, der Volleyballverein mit den ganzen Jugendmannschaften, die ja unglaublich erfolgreich sind, lauter Hessenmeister, Südwestdeutsche Meister, ich weiß gar nicht, wie viele Mannschaften bei den deutschen Meisterschaften mitspielen. Ich glaube, die werden weiterhin noch nach viel mehr streben. Und ich persönlich, aber wie gesagt, das muss Günther dann auch noch ergänzen, mein klares Ziel ist auch in der nächsten Saison, trotz reduziertem Budget, wir wollen wieder der Best of the Rest werden, also der Beste der Restlichen. Ich gehe nicht davon aus, unabhängig von der Insolvenz, dass wir in der Lage sind, zweimal pro Saison Vilsbiburg, Dresden und Schwerin zu schlagen. Aber vor allen anderen möchte ich wieder in der Tabelle am Saisonende stehen und möchte am liebsten mindestens als Tabellenvierter nächstes Jahr im April, Mai oder sowas die neue Halle einweihen. Günther, du hast ein hohes Ziel, gell? Ja, ich will eigentlich nur ganz kurz ergänzen, dass wir es in den letzten Jahren geschafft haben, hier beim Volleyballclub Wiesbaden wirklich tolle professionelle Strukturen zu schaffen. Nicht nur was den Bundesliga-Betrieb, auch was die Geschäftsstelle betrifft hier. Das ist wirklich ein richtig toller und sehr gut funktionierender Laden. Und das ist auch etwas, was mich, der ich ja ganz ehrenamtlich arbeite, genauso wie Georg Kleine-Katthöfer als Vorsitzender, das uns im Grunde hier in dieser Geschäftsstelle hält und uns im Grunde hier auch bei 10 Stunden auf der Geschäftsstelle noch Spaß macht. Also ich bin überzeugt, dass wir diese professionellen Strukturen beibehalten können und dass wir auch mit reduziertem Etat im nächsten Jahr in Wiesbaden und wenn es dann zur neuen Halle kommt, großartigen Volleyballsport bieten können. Und da möchten wir einfach nochmal alle Fans hier, alle, die hier das anschauen, hier bitten, hier Vertrauen in uns zu haben und einfach nach außen den Eindruck zu entwickeln oder den Eindruck zu vermitteln, dass dieser VCW es schafft. Ja, herzlichen Dank. Soweit das Interview mit Georg Kleine-Katthöfer und Günther Hiegelin. Mehr Informationen zum aktuellen Stand gibt's auf der Homepage des VC Wiesbaden unter www.vc-wiesbaden.de. Presseanfragen richten Sie bitte unmittelbar an die VC Wiesbaden Geschäftsstelle.